Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ihr werdet mich jetzt nicht zu sehen bekommen, weil ihr stattdessen das hier zu sehen bekommt. Oh, falsch rum. Ich wollte euch ja erst die Vorderseite zeigen. Denn ich habe ein Hut-Update durchgeführt. Mein Hut hat jetzt erstens mal eine andere Farbe der Paracord-Wicklung. Dann ist das zweitens jetzt hochwertigeres Paracord. Ich finde, man merkt da schon so ein bisschen qualitative Unterschiede, einfach an der Dicke von dem Zeug. Wenn das qualitativ hochwertiger ist, dann fasst sich's einfach fester an und gibt meiner Meinung nach auch nochmal eine schönere, nicht so gedrängte Wicklung. Bevor sich jemand wundert, warum mein Hut so wunderschön ausschaut, fast. Der ist frisch gewaschen und gepflegt und all sowas. Naja, bis eben. wie dem auch sei. Jedenfalls, das wäre jetzt so das eine Hut-Update, nur dass sich da keiner wundert, was ist denn passiert, warum hast du jetzt ein anderes Hutband am Hut. Und da ich schon am Updaten war, habe ich mir gedacht, können wir das Ganze ja noch ein bisschen ausbauen und dann noch ein paar nette kleine Survival-Funktionen ergänzen, die mich jetzt absolut eindeutig als irgendwie seltsam kennzeichnen, wenn ich mit diesem Hut rumrenne und irgendjemand mich von hinten sieht, also das ist die Rückseite, und feststellt, aha, der ist doch irgendwie seltsam, was sich da wohl unter diesem Hut befinden mag. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach nur mal geschwind die tollen neuen Zusatzfunktionen meines nun jetzt wirklich zu Recht als Survival-Hut zu bezeichnenden Hutes zeigen. Nämlich, fangen wir mal links an. Das hier ist die Anstecknadel meiner Studienfakultät, also meiner Alma Mater, wo ich halt studiert habe. Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement an der TU München. Da kriegt man, wenn man den Masterabschluss macht, diese silberne Anstecknadel der Studienfakultät. Das ist ein Eichenblättchen. Jawohl, ja. Und die gibt es halt eben für Masterabsolventen. Und die ist jetzt so ein bisschen aus sentimentalen Gründen. Erstens als kleine Erinnerung an die schöne Zeit, die ich da hatte, gedacht. Zweitens, um zu symbolisieren, welches Wissen sich unter diesem Hut befindet. So, das hier ist ein kleiner Knopfkompass, der funktioniert auch. Also bisher hat das zumindest. Na? Ah, jetzt. Ja, müsste stimmen. Mhm. Kann man das überhaupt sehen? Naja, so halbwegs. Ach so, wer sich für die Länge des Paracord-Bandes interessiert, das sind exakt, naja, fast exakt 7,65 Meter oder so, ungefähr. Der Hut ist Größe 61, wer das nochmal wissen möchte. Wenn ihr also einen größeren oder kleineren Hut habt, werdet ihr einen Zentimeter weniger fertiges Band brauchen, je nachdem. So, dann möchte ich noch ein bisschen was dazu sagen, warum hier so ein simpler, stinknormaler Otto-Normalverbraucherknoten. Der ist dafür da, dass man den Kompass, sollte der kaputt gehen, das ist jetzt halt eben kein qualitativ, ultimativ hochwertiger kleiner Knopfkompass, den kann man dann austauschen, indem man einfach den Knoten aufmacht, Schnur rauszieht, neuen Kompass einfädelt, Schnur wieder raus, durchzieht, neuen Knoten drauf, fertig. Des Weiteren dient der Knoten dazu, diese Seite hier der Schnalle austauschen zu können, denn die enthält einen Verbrauchsgegenstand und eine Pfeife. Und wie ihr hier wahrscheinlich schon sofort geschulten Auges erkennen könnt, handelt es sich bei dem Verbrauchsgegenstand um einen kleinen Firesteel und das hier ist der Striker dazu. Ich zeige euch das jetzt gleich nochmal nicht im Hut verbauten Zustand. Ja, hier das Bauteil an sich. Hier habe ich jetzt auch schon ein bisschen mit rumgespielt, wie man hier sehen kann. Und man muss sagen, ist natürlich qualitativ nicht toll. Mir geht es auch mehr um den psychologischen Effekt, dass mein Hut halt Feuer machen kann, weiß, wo es hingeht, über jede Menge Schnur verfügt. Und pfeifen kann man damit auch. Ich pfeife mal. Ja, okay, ich bin unfähig. Nochmal. Jo. Also das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Die Kamera regelt das dann ja entsprechend runter. Also die ist schon ordentlich laut, die Pfeife, da kann man wirklich überhaupt nichts sagen. Ich habe mich ja immer gewehrt, eine Pfeife mit mir rumzuschleppen, weil ich ja nicht gerettet werden möchte, falls mal was sein sollte. Das ist auch nach wie vor der Fall. Aber einfach aus Gründen dessen, dass das am Hut halt einfach cool ist, wenn der möglichst viele Funktionen hat, habe ich halt mitgenommen, was es gab. Und das funktionsreichste, was es gab, war halt eben dieses Pfeifen, Firesteel,
Verschlussdingens, Clip oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Bisschen blöde ist dieser Striker, den muss ich mal noch entsprechend bearbeiten und noch mal ein bisschen anschärfen und mit diesem leichten Wellenschliff in Anführungszeichen, das finde ich eher störend, als dass das irgendwie hilft. Und man muss sich schon Mühe geben, um da Funken zu erzeugen. Ich versuche das jetzt mal so lange, bis es klappt. Aha, da war ein bisschen. Ja, also es geht. So ein Funken da, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, mit dem könnte ich mir schon vorstellen, dass man was ankriegt. Aber den muss man erstmal abkriegen. Und wenn dieses Ding hier nochmal ein bisschen schärfer wäre, bessere Kante und auch gerader und nicht so in Anführungszeichen ausgefranst, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, dann würde das nochmal leichter funktionieren. Ich trainiere das jetzt irgendwann demnächst mal hier mit meinem Ersatzteil quasi, damit auch mal spaßeshalber Feuer gemacht zu haben. Weil wenn ich schon so einen Survival-Hut habe, dann soll ich mit dem ja auch umgehen, will ich mit dem ja auch umgehen können. Alles andere wäre ja irgendwie doof, in Anführungszeichen. Gut, aber dann habt ihr das auch gesehen. Kompass, wie gesagt, ist selbsterklärend. Das ist quasi genau das gleiche Bauteil wie das, was hier jetzt drin steckt. Nur ist das halt eben noch jungfräulich, das will ich mir auch sparen für den Fall, dass es tatsächlich mal zu einem Ernstfall kommt. Ja, und mehr fällt mir jetzt da eigentlich auch schon gar nicht mehr zu ein. Ich finde das irgendwie ganz lustig, wenn man mir dann wirklich quasi auf den Hinterkopf guckt und dann feststellt, huch, was ist das denn für ein lustiger Hut? Beziehungsweise, was ist das denn für einer, der diesen Hut trägt? Man will ja seinem Ruf auch irgendwo gerecht werden, zumal ich ja ansonsten von meiner sonstigen Kleidungsart und Weise auch irgendwie so ein bisschen aussehe, als ob ich gerade aus dem Wald komme, was in vielen Fällen ja auch zutrifft. Und ja, das soll es gewesen sein. Ein relativ kurzes Video mal zwischendurch. Macht's gut.